Hallo ihr Lieben, leuchtet mein Mikrofon? Ja, es leuchtet. Okay, willkommen zurück zu Zelda. Ja, die Schwertprüfung ist an sich noch nicht vorbei. Wir können das Masterschwert weiter verstärken. Ich muss mal kurz meine Kopfhörer leiser machen. Warte, warte, warte. Die Boxen stehen etwas weit weg. So, ich muss jetzt wahrscheinlich alle 3 Sekunden rüber gucken, ob meine Mikrofonaufnahme funktioniert. Das war wieder so... Nee. Aber mein PC, beziehungsweise unser PC, wird bald, sehr bald aufgerüstet. Und ich hoffe, solche Probleme wie diese Ruckler manchmal im Audio und... oh, hier ist noch ein Nuss. Und so Vorkommnisse wie die letzten 2 Folgen kommen dann nicht mehr vor. So, jedenfalls, Prüfung des Schwertes kann man hier weitermachen, aber ich habe momentan keine Lust zu kämpfen, deswegen werden wir andere Dinge weiter tun. So, ich habe hier ja noch viele, viele Markierungen und vor allem, ja, die DLC-Sachen, ne? Da wollte ich jetzt zuerst ein bisschen weitermachen und ich wollte hier auch noch, ich weiß zufällig, dass es hier irgendwo, ich glaube da, noch Zivilisation gibt und wir da bestimmt auch einige Quests abholen können. Und die Bucht sieht interessant aus. So. Da möchte ich auch noch hin. So, jetzt werden wir aber erstmal, warte, noch ein paar Dinge machen. Hier das hier nämlich. Es soll einen Gegenstand geben, der einen erlaubt, sich an den Ort zu teleportieren, an dem man ihn platziert hat. So, Stall von Südakala. Lied des Gerüchteküche. Ich möchte diesen Teleport, ja, dieses Teleport-Upgrade haben. Und das holen wir mal. Und danach machen wir uns eventuell auf die Suche nach dem Feengewand. Was mit den vielen Wächtern da auf der Ebene von Hyrule etwas, ja, schwierig werden könnte, aber nicht unmöglich. Ne, ich meine, ich habe Ausrüstung und ich glaube, ich hole jetzt erstmal auch keine weiteren Wächterpfeile mehr. Oder vielleicht sollte ich noch einen zur Sicherheit holen. Ich habe noch einen. Ah, mal gucken. Mal gucken. Ich kann ja gucken, was der Robelo sonst noch so hat. So. Hier in dem Büchlein müsste in Infos stehen. So, Klitis Gerüchteküche extra 2. Hallo, hier ist wieder eure Klitis, Königin von Klatsch und Tratsch. Ob zu Hause oder auf Reisen. Das neueste Gerücht, das mir zu Ohren gekommen ist, kann ich selbst kaum glauben. Oh mein Gott. Das Wunder der Teleportation. Es soll einmal ein Medaillon gegeben haben, das den Besitzer jederzeit dorthin holen konnte, wo er es abgelegt hatte. Für jeden Geschäftsreisenden oder Abenteurer ein wahr gewordener Traum. Das Artefakt soll noch heute in einem Labyrinth im Nordosten von Akala, den Tiefen der Erde, versteckt sein. Oh. Oh, oh, oh. Da sind so viele Wächter. Ernsthaft jetzt? Ist es das? In einem Labyrinth im Nordosten von Akala. Unterirdisch versteckt. Na toll. Ja gut, ich, ja. Guck mal, was ich so an Ausrüstung kaufen kann. Genau. Ich muss noch ausprobieren, ob ich mein Switch-T-Shirt verbessern kann. Wahrscheinlich nicht. Und ich könnte mal testen, ob man das umfärben kann. Ich hatte es ja mal angesprochen vor ein paar Folgen, aber ausprobiert habe ich es einfach noch nicht. Das wäre witzig. So eine blaue Switch. Why not? Oh, irgendeine andere Farbe. Ist ja egal. So. Ich weiß nur, dass da unten total viele Wächter waren, da wo ich ja, jetzt hin soll. Stets zu Diensten. Ich könnte natürlich auch so ein antikes Schild mitnehmen. Wäre vielleicht auch ganz gut. Hier, so eine antike Rüstung. Habe ich schon einmal im Besitz. Die Hose aber nicht. Und den Helm auch nicht. Aber ich habe auch nicht genug Zahnräder. Schade. Ich nehme mal eine Dreierpackung. Piep, piep. So, Schild.
Da fehlen mir auch noch Zahnräder. Ja gut. Wir gucken mal, wie es läuft, ne? Ich teleportiere mich einfach mal da oben hin. Wäre jetzt wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn ich das Labyrinth oder die Kiste damals unten noch nicht geöffnet hätte, ne? Unterirdisch. Es kann nur da unten sein. Fuck. Ach, mein Masterschwert ist auf Stufe 60. War das nicht auf Stufe 40 eigentlich? Ach so, weil ich volle Herzen habe, ist es auf Stufe 60. So ist das. So, guck mal, die Fackel kann ich wegwerfen. So. Ja, da rufen sie quasi schon. Ha! Wo kann ich mich denn mal verstecken? So. Okay. Ist natürlich nicht so geil hier, ne? Verdammt. Wo kann denn die Kiste sein? Hi. Nein, nein, nein. Okay, verdammt. Ich will wissen, wo die Kiste ist. Falls das hier überhaupt ist, da hinten. Da ganz hinten. Okay. Leute. Das wird jetzt ein Selbstmordkommando. Quasi, hoppala. Warte, speichern. Okay. Hi, auf geht's. Au! Ah, lauf, lauf, lauf! Mami! Ich habe keine Ausdauer mehr. Verdammt. Ich verbrauche so zumindest keine wichtigen Ressourcen. Ich esse mal ein bisschen. Oh, ich habe keine Ausdauer. So. Da. Da. Teleport-Medaillon. Oh Gott, Selbstmord. Ein mysteriöses Medaillon, das mit uralter Technologie hergestellt wurde. Öffne deine Tasche und registriere deinen Standort als Teleportziel. Guck mal, wie sie alle auf mich geiern. Ah, schön. Tschüss. Boah. Eigentlich sind es nur vier, ne? Das fühlt sich so heftig an. Ja gut, das wäre geschafft. Ja! Moment, Tagebuch. Ich habe ja noch mehr Aufgaben. Feengewand. So. Wo habe ich das denn überhaupt? Ach so, hier. Hyrule Stallruinen. Da habe ich das gelesen. Genau. Die grüne Gewandung eines Junggesellen, der sich über eine lesen ist wieder schwer, der sich für eine Fee hielt, ist in den Ruinen der Ebene von Hyrule versteckt. Hm. Ein Teil ist in der Ruine an der 1 Handelblüte. Ich glaube, ich weiß sogar, welche gemeint ist. Ein Teil ist in der Ruine, in der Vergehen bestraft wurden. Das ist doch auch alles auf der Karte, glaube ich, gekennzeichnet hier. Alter Festplatz, Farmruine, Flötenhaushügel, bodenloser Sumpf, Möwenebene, Romani, hä? Irgendwas war hier doch auch mit Handel, meine ich, gelesen zu haben. Möwendorfruine, Tempel der Weisen. Die Musik ist gar nicht, nervenaufreibend.
Das sind die Stallruinen, östliche Stallruinen. Ich teleportiere mich erstmal hierhin. Uff. Das hat sich immer so viel nach so vielen Wächtern angefühlt, als ich das letzte Mal da unten war. Aber es sind eigentlich nur 4 Stück. Eigentlich. Naja. Nervenkitzel auf jeden Fall. Purer Nervenkitzel. So. Dann da oben, was da so leuchtet, da wollte ich auch schon lange mal hin. Und ich glaube, das möchte ich auch in... was leuchtet denn da? In Angriff nehmen. Was leuchtet das? Was ist das Gelbe? Ist das das? Ich glaube, das ist das, was ich markiert habe. So. Kurz mal gucken. Stallruinen. In den Ruinen der Ebene von Hyrule. Handel. Vergehen. Neben den Feldern, wo sich einst viele Leute sammelten. Naja. Ich schau dann mal, ne? Hier ist zum Beispiel direkt eine Kiste, aber die hat leider nichts mit den DLCs zu tun. Aber ein Königsbogen ist drin, das ist doch schön. Kein Platz. Hey. hier. Das könnten wir jetzt hier einfach platzieren. Machen wir aber nicht, weil, machen wir nicht. Ich tue den hier weg. Ich muss weitersuchen. Ich glaube nicht, dass diese Stallruine hier gemeint ist. Aber wie gesagt, ich werde weitersuchen. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Ruine. Und einen Wächter und einen silbernen Bockblin. Ist nicht so geil. Uff. Okay, er hat mich entdeckt. Verdammt. Jetzt habe ich es hier mit 2 Gegnern zu tun. Na toll. Hi. Bleib mal stehen. Oh ja, schieß 3-mal. 80-mal. Am besten. Ja. Ja. Ich habe gerade die Steuerung nicht unter Kontrolle. Ich stelle mich gerade an wie der erste Mensch. Ja, sonst nicht so doof. Okay, doch, bin ich. So. Okay. Notwehr. Ich habe einen Wächterpfeil verballert. Verdammt. Naja. Der silberne Bockblin hat mich auch nervös gemacht. So, erstmal die Pfeile wechseln. Okay, Ruinen wollte ich durchsuchen, ne? Das war ja mein eigentlicher Plan. Wo ist der silberne jetzt? Da, ne? Uff. Ratzt der einfach? Na, ach, guck mal, ich hätte auch eigentlich meinen Schutz benutzen können. Hm. Ja, gut. So. So, geh kaputt. Ja! So. Die halten ganz schön was aus, aber die lassen auch viel Zeug liegen. Da ist ja noch einer. Bäm. Der ist auch silber, ne? Ja. Ich glaube, mein Masterschwert hält jetzt auch viel länger durch, ne? So, ich sollte mich nicht zu weit entfernen. Nicht, dass hier irgendwo noch ein Wächter kommt.
Die sind hier in der Gegend ja vermehrt unterwegs. So. Eigentlich wollte ich nur die Ruine durchsuchen. Da hängt auf jeden Fall irgendwas. Aber das ist keine Kiste. So, da hinten könnte etwas sein. Hallo. Oh, ein Baumstamm. Ja, aber sonst sieht es hier etwas mau aus. Mit Kisten und so. Mensch. Ich will doch nur das Feengewand. Auf jeden Fall sind hier Crocs am Start. Ist doch schon mal gut. Eins. Ne, zwei. Drei. Vier. Und fünf. Ja, du hast mich entdeckt. Juhu. Tschüssi. Hoppala. Ich muss da noch hin. Definitiv. Ja. Feengewand ist hier nicht. Mann. Das war die Farmruine. Dann gibt es hier aber noch eine Ruine. Da werde ich jetzt mal hingehen. Ist ja praktisch nebenan. Ne? Ja. Direkt hinterm Berg. So, wir sind da. So, Möwendorf. Wächter. Aber der scheint nicht zu leben. Hoffe ich zumindest. Komm zu Mami. Ups. Hey. Cool. Das scheint die Kiste zu sein. Zumindest eine davon. Tingelt Strumpfhose. Es ist schon witzig. Absolut. Da ist ein Wächter. Nicht so cool. Und hier ist noch eine Kiste. Eispfeile. Sehr praktisch. Ist hier oben vielleicht noch was? Sieht nicht so aus. Okay, hier, das hätten wir schon mal gefunden bei den Möwenruinen. Möwendorfruinen. Da, noch zu finden zwei. Ach so. Aber hier sind doch mehrere Sachen markiert. Und ein Teil ist, und ein Teil ist, und ein Teil ist. Ja, drei. Vier Sachen. Ne, drei Sachen sind noch markiert, aber noch zu finden zwei. In den Ruinen eines Dorfes, neben den Feldern, wo sich einst viele Leute sammelten. In der Ruine, in der Vergehen bestraft wurden. In der Ruine, an der einst der Handel blühte. So viele Ruinen haben wir ja hier auch gar nicht mehr, ne? Hier ist der alte Steinbruch. Tempel der Weisen ist ja auch eine Ruine. Was war das hier? Windblumenwiesen. Windblumenwiesen. Na gut, ich denke, da werde ich nochmal hingehen. Und dann werde ich dem Licht folgen. Ja, viel mehr Ruinen, die benannt sind, auch tatsächlich, sind hier ja echt nicht mehr. So, wo wollte ich hin? Hier hin, ne?
Genau, dann teleportiere ich mich direkt hier zu dieser Stelle. Und gucke, ob da noch ein Gewand ist. Ansonsten werden wir zum Licht gehen. Genau. Ich frage mich schon so lange, was dieses Leuchten auf dem Berg ist. Jetzt wird es Zeit, sich das näher anzugucken. Ich hatte ja insgeheim gehofft, ich kriege auch das Kostüm von Link selbst damals, das grüne Gewand, aber es stand ja schon in der Questaufgabe drin. Es gehörte demjenigen, der sich für eine Fee hielt. Also keine Fee war. Ich meine, gut, Link war auch keine Fee, aber Link hat sich auch nicht dafür gehalten. Aber vielleicht wird hier auch eine Kiste sein. Mal gucken. Hallo. Lasst euch nicht verprügeln, liebe Reisenden. Liebe. So, lasst das bitte. So, das... Huch! Komm schon! Ja, ich habe ihn gerade besiegt. Wieso sammle ich die schwachen Waffen ein? Da, dieses Licht! Mina! Hey, du! Gar nicht schlecht zugegeben. Ich war vielleicht für einen Augenblick unaufmerksam. Hier für dich. Dankeschön! Ja, gibst du mir auch was? Warte, hey, hier geblieben. Der Göttin Hylia sei gedankt. Der Bossin geht es gut. Der Bossin. Ich sag's ja, wer hier nach Schätzen sucht, muss verrückt sein. Hier, ich bin total verrückt. Nach Schätzen. Naja, wir gucken mal. Hallo? Ich weiß, es sind noch nicht die Ruinen, wo ich hin wollte. Oh, ein Bett. Aber muss ich ja überall einmal kurz umschauen. Also müssen nicht, aber wollen. Hier ist von wollen die Rede. Okay. Dann werde ich weiter zu den Ruinen da hinten gehen. Hier habe ich jetzt nichts entdeckt. So, da ist der Turm. Ich weiß, dass da hinten auf jeden Fall Wächter sind. Und ja, dass hier Ruinen sind. Es wird dunkel, das gefällt mir nicht. Nein, nein. Hallo? Ist hier jemand? Da oben ist was. Und da. Hi. Okay. Nehme ich das kleine Wächterschwert hier. So, noch jemand? Da. Könntest du mal bitte... Wo ist der Kopf? Aua. Ab mit seinem Kopf. Okay. Wo wollte ich hin? Da. Hallo, Kiste. Das muss ich mit dem Magnettool rausholen. Okay. Ist leider keine Extrakiste, aber da ist ein Krog. Bleib hier. Ja, du hast mich entdeckt. Guten Tag. So, tschüssi. Ansonsten, was ist das? Ein verrostetes Schwert. Nicht so interessant. Da sehe ich Dinge. Ach so, das sind nur solche, ja, solche Dinger, die an der Wand sind. Mensch, ah, hier ist noch eine Kiste. Aber auch leider keine Extrakiste, ne? Doch! Oh, wunderbar. Tingels Kapuze! Sehr cool. Warte mal, ich muss mir das mal durchlesen. Hier, komm. Komm, wir ziehen seine Hose auch an. Ja, jetzt fehlt mir ja nur noch das Gewand. Es gab einst einen Junggesellen, der sich für eine Fee hielt. Mit dieser Kapuze setzt du sein Werk fort. Kolo-Limpa, ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Wunderbar. Oh, jetzt möchte ich aber auch das Gewand gerne haben. Moment, ich habe eigentlich die linke Schultertaste gedrückt, aber gut. Es war noch zu finden eins. Oh, da stehen generell alle drei Fundorte da.
In der Ruine, an der einst Handel blühte, war das hier. Alter Umschlagplatz, ja, das war definitiv hier. In der Ruine, an der einst Handel blühte, das war hier, genau. In der Ruine, in der Vergehen bestraft wurden. In den Ruinen eines Dorfes neben den Feldern, wo sich einst viele Leute sammelten. So, eins haben wir ja, nee, warte, wie, wo war der Knopf? Da. Bei der Farmruine war das, oder? Was wir gerade gefunden haben. Oder war das, nee, das war hier. Möwendorf-Ruinen, Farmruine. Es müsste noch sowas wie sowas wie Gefängnisruinen oder so geben. Eigentlich. Oder? Hier habe ich mich dann mal wegteleportiert. hier traue ich mich noch nicht hin. Oder sollte ich vielleicht auch noch nicht hin? Dann können ja nur solche Gefängnisruinen gemeint sein eigentlich, ne? Eigentlich schon. Hier bin ich gerade. Ich mach den mal wieder aus. Es könnte aber auch hier sein. Schau mal. Da war ich noch gar nicht. Und ich zieh mal was anderes an, vorsichtshalber. Wegen Wächtern. Ich bräuchte noch die Hose. So. Wie viel habe ich jetzt? 48, das ist cool. So, ich muss in die Richtung. Natürlich läuft hier ein Wächter rum. Ich habe ihn gerade gesehen. Garnisonsruine, okay. Uff. Aber hier ist schon mal eine Kiste. So, hier läuft zwar ein Wächter rum, da ist er. Ah nee, der dreht sich nur, aber ich glaube, ich habe auch einen laufen sehen. Nee, der läuft, okay. Anstrengend, da ist noch eine Kiste. Ein Ritterschild. Ich versuche dem mal irgendwie aus dem Weg zu gehen. Dann nehme ich aber das Modul. Kommt gefährlich nah. Ich hoffe, ich kann die Kisten dadurch auch gut sehen. Nein. Ich hätte gerne etwas mehr Übersicht. Ah, der kommt von der anderen Seite. Okay. Verdammt. Läuft der denn, oder? Oh. Der läuft auch. Kacke. Das ist ja mal richtig kacke. Da. Ich geh mal hier rein. Ja, die Kisten lassen sich so mit meinem Stasis-Modul nicht tracken. Ich muss das alles so suchen. Hi. Weil das ja auch nicht bei allen Kisten der Fall ist. Upsala. Ich wollte schon hier oben bleiben. Da hinten ist was. Ach so. Ein blöder Bockblin. Hey. Alles nicht so einfach.
Okay. Dass der hier lauert, geht mir auch ein bisschen auf den Keks. So. Ist der schon mal weg? Der hier geht mir furchtbar auf die Nerven. Ja, freie Bahn, ne? No risk, no fun, habe ich gehört. Am liebsten hätte ich den ja weg. Kommt halt auch gar nicht nah. Das hält halt auch nicht lange, ne? Ding-dong. So. Kann ich mich viel besser hier umgucken. Und es gibt ja auch einiges an Stuff. Ha, ich weiß, hier läuft noch einer rum. Aber einer ist besser als zwei. Ich such mal weiter, ne? So, bei den Ruinen hier bin ich nicht fündig geworden. Und hier wollte ich nicht hin. Hier sind 300 Milliarden Wächter. Deswegen versuche ich es jetzt hier. Das sieht noch nach Ruine aus. Und da sind fliegende Wächter. Ja, ich weiß nicht, ob das besser ist. Kommt das Ding direkt auf mich zu? Wendet es sich ab? Es wendet sich ab. Wunderbar. Da bin ich mal gespannt, ob ich hier eine Kiste finde. Wobei der Ort auch keine Bezeichnung jetzt hat, ne? Nee. Alles andere ist ja hier so bezeichnet, so benannt. Hier, Garnisonsruine. Das hier nicht. Sieht auch nicht so nach Gefängnis aus. Ich glaube, hier werde ich auch nicht fündig. Meh. Ja, ja, Schrein in der Nähe. Darum kümmern wir uns gerade mal nicht, auch wenn er anscheinend sehr doll in der Nähe zu sein scheint. Okay, ich suche ihn mal. Aber danach, danach möchte ich zu diesem Leuchten, das ich jetzt nicht sehe. Wobei hier nach einem Schrein suchen ist vielleicht auch keine so gute Idee. Aber hey, die Richtung stimmt. Okay, ich gehe vielleicht doch wieder. So, das Leuchten ist hier in der Nähe. Das heißt, ich werde mich hierhin teleportieren und in der nächsten Folge gehen wir zu diesem Leuchten. Einverstanden? Einverstanden. Ach Mann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls du noch nicht genug von mir hast, findest du hier rechts ein weiteres Video von mir oder die Playlist zu diesem Projekt. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen und bis demnächst. Tschüss.